Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode der FAU Vlog-Reihe. Heute geht es um den Career Service an der FAU. Wofür ist er eigentlich zuständig und wie unterstützt er die Studierenden und Absolventen? Diese und viele weitere Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Hallo, mein Name ist Susanne Kramer-Renkopf und ich bin seit 10 Jahren Beraterin im Career Service. Ich habe selbst an der FAU studiert, Soziologie, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, habe dann mehrere Jahre im Recruiting bei einer IT-Beratung gearbeitet und bin jetzt Ansprechpartnerin für Studierende und Absolventinnen bei Fragen zu beruflichen Orientierung und Berufseinstieg, organisiere gemeinsam mit meinen Kolleginnen Veranstaltungen dazu und führe auch selbst Bewerbungstrainings durch. Also hier sind wir in der Heidmundstraße 6, hier ist der Seiteneingang. Komm mal rein. Und hier die erste Tür, gleich unter der Treppe. Das ist die zentrale Anlaufstelle. Hier sitzt unser Infoteam. Und da kann man immer hingehen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich möchte Beratung haben, ich möchte zum Beispiel jetzt zum Career Service gehen. Und dann geht man einfach mal rein und fragt mal, ist jemand da? Dann gehen wir einfach mal rein. Das ist die Doris. Hallo. Doris ist hier im Infoteam zuständig für die Erstberatung der Studenten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach rein. Gerne. Und Lisa ist unsere studentische Hilfskraft. Die unterstützt uns bei der Vorbereitung und der Organisation unserer Seminare. Hallo. Das ist Nicole Jakob. Genau wie ich macht sie auch die Beratung für die Studierenden und Absolventen, organisiert Veranstaltungen und Seminare und ja, hallo. Jetzt sind wir ganz oben angekommen. Hier ist einer unserer Seminarräume, der 2048. Hier finden die meisten unserer Präsenzworkshops statt. Hier machen wir Bewerbungstrainings, Workshops zu berufsrelevanten Kompetenzen, wofür im Schnitt 15 Studierende ungefähr. Der Career Service an der FAU bietet ein umfangreiches Veranstaltungs- und Beratungsangebot für Studierende und Absolventen. Wie sieht diese Unterstützung denn nun konkret aus? Zum einen bieten wir Beratung an. Ihr könnt bei uns vorbeikommen, wenn ihr Fragen habt zur beruflichen Orientierung, zum Berufseinstieg. Wir unterstützen auch beim Bewerbungsprozess. Das heißt, wir prüfen eure Bewerbungsunterlagen, geben euch Feedback dazu und führen auch gerne mal ein Probebewerbungsgespräch mit euch, um euch auf die Echtsituation vorzubereiten. Wir haben außerdem ein Seminarangebot, bieten da Seminare, Webinare zu berufsrelevanten Kompetenzen und Bewerbungstrainings an. Und wir haben zudem Infoveranstaltungen, bei denen wir Arbeitgeber einladen, die uns ein bisschen was aus der Praxis erzählen oder auch Expertenvorträge zu Themen rund um den Berufseinstieg. Wann sollte man denn Ihrer Meinung nach die Angebote in Anspruch nehmen? Also kommen könnt ihr zu uns ab dem ersten Semester, wenn ihr euch schon mit dem Berufseinstieg beschäftigen wollt oder auch wenn es darum geht, wie finde ich ein Praktikum, wie finde ich eine Werkstudentenstelle? Da unterstützen wir gerne. Die meisten Absolventinnen kommen dann wirklich nach dem Studium zu uns oder am Ende des Studiums, wenn der Berufseinstieg kurz bevorsteht. Gibt es demnächst denn auch Veranstaltungen? Wir haben jetzt in der vorlesungsfreien Zeit die Infotage Berufseinstieg. Da werden in 3 Tagen Expertenvorträge stattfinden. Dazu könnt ihr euch noch anmelden. Und wir haben ein Angebot an Präsenzworkshops hier in der Heidmundstraße. Da sind Soft-Skills-Trainings dabei zu Projektmanagement oder Rhetorik-Trainings und auch Bewerbungsworkshops sind im Angebot. Und wie kann man sich als Student oder als Studentin eigentlich an Sie wenden? Wenn ihr euch beraten lassen möchtet, dann nutzt am besten das Kontaktformular auf unserer Seite. Da könnt ihr schon mal ganz kurz und knapp euer Anliegen schildern und auch auswählen, welche Form der Beratung ihr in Anspruch nehmen möchtet. Also ob ihr via Zoom, telefonisch oder persönlich in der Heidmundstraße oder in der Fakultät beraten werden möchtet. Und wir melden uns dann auch relativ zeitnah bei euch und schicken euch einen Terminvorschlag. Und wie sind Sie jetzt in den Semesterferien zu erreichen?
Wir haben auch in den Semesterferien ganz normal geöffnet und sind erreichbar. Ihr könnt uns also jederzeit kontaktieren. Beratungen an den Fakultäten finden nur in der Vorlesungszeit statt, aber für Beratungen in der Halbmondstraße oder telefonische oder Zoom-Beratungen stehen wir auch jetzt zur Verfügung. Gibt es zum Beispiel auch Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten? Wir sind Mitglied im Career Service Netzwerk Deutschland. Da treffen wir uns regelmäßig auch mit Career Services anderer Universitäten und tauschen uns aus und nehmen auch Ideen für unsere eigene Career Service Arbeit mit. Gemeinsame Veranstaltungen machen wir für Studierende aktuell nicht, aber wir sind sehr viel mit unseren eigenen Fakultäten und Einrichtungen an der FAU in Austausch und bieten da auch einiges an Kooperationsveranstaltungen an. Super, vielen Dank für das Gespräch. Das war es nämlich an dieser Stelle auch schon. Und falls ihr Näheres über den Career Service erfahren wollt oder diesen bereits auch kontaktieren möchtet, findet ihr natürlich alle weiteren Informationen und Angaben auf der Startseite. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.